Hallo Leute, da bin ich mal wieder nach etwas, naja, ein und ein Vierteljahr oder so ähnlich. Das ist glaube ich auch schon her, dass ich mein letztes Video online gestellt habe oder auch gemacht habe. Ich wollte mich einfach mal kurz zurückmelden und werde jetzt in näherer Zukunft auch entgegen meiner damaligen Entscheidung auch mal wieder ein paar Videos online stellen. Ob nur über Tabake, Pfeifen, whatever, keine Ahnung. Weiß ich noch nicht, ich habe da noch keinen genauen Plan. Es wird aber auf jeden Fall um Rauchwaren gehen oder auch um Schnupftabake, weil die nach wie vor doch, was den Tabakkonsum betrifft, meine ja, präferierten Darreichungsformen sind. Warum war ich eigentlich so lange weg? Das hatte mehrere Ursachen. Zum einen war ich ziemlich intensiv eingebunden in ein etwas längerfristiges Projekt, was mich doch ziemlich beansprucht hat. Zum zweiten hatte ich teilweise auch gar keine Lust, irgendwie mich hinzusetzen, Videos zu machen, weil es ist ja doch immer etwas, naja, zeitaufwendig, möchte ich jetzt nicht sagen, aber man muss halt doch schon die Ruhe dafür haben. Und zum dritten hatte ich das damals ja, wer Google Plus abonniert hat oder dort aktiv ist, wird es vielleicht teilweise mitbekommen haben, ja auch mein Unmut so ein bisschen geäußert, was so einige Sachen betrifft oder betroffen hat, die damals so abgelaufen sind. Gut, einiges hat sich, glaube ich, bis heute nicht geändert. Aber irgendwann bin ich dann jetzt auch mal zu dem Schluss gekommen, dass ich werde die Sachen nicht ändern können, also sind sie so, wie sie sind, fertig, gut. Ich mache einfach mein Ding und wem es nicht passt, ja, der soll sich das nicht angucken und fertig. Also das ist dann auch jedem selbst überlassen. Und das ist ja auch das Schöne daran, an solchen Medien wie YouTube oder auch anderen sozialen Medien, dass man Dinge wahrnehmen kann, wenn man sie möchte, oder eben auch nicht, wenn man es nicht möchte. So pragmatisch sehe ich das mittlerweile. Es bringt nichts, sich über irgendwas aufzuregen oder irgendwo emotional sich hinterzuhängen. Zum einen, wenn man die Leute nicht persönlich kennt. Zum anderen ist heutzutage doch alles sehr schnelllebig. Und das, was heute in ist, ist morgen schon wieder out. Und das, was heute einen aufregt, darüber lächelt man nächsten Tag oder ein Jahr später oder wie auch immer. Also von daher gehe ich da heute etwas entspannter an die Situation oder an manche Dinge ran. Vielleicht ist es auch das zunehmende Alter, was einen dann doch irgendwie ruhiger werden lässt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist aber auch egal. Fakt ist definitiv eins, ich wollte heute mal so ein bisschen über Dinge erzählen, die ich so im Laufe des letzten Jahres doch an Erfahrungen gesammelt habe, ja, speziell was den Umgang mit Tabaken betrifft. Ich war früher mal so ein Mensch, der das sowohl bei den Zigarren als auch bei den Pfeifentabaken so leicht belächelt hat, also von wegen, was das Thema Aging betrifft. Weil ich einfach, ja, auf dem Standpunkt stehe, wenn ich mir was kaufe, dann möchte ich es auch sofort benutzen können. Und das trifft sowohl für Tabake zu, als auch für alles andere. Und nicht erst noch eine Weile warten, bis es wirklich sein volles Potenzial entwickelt. Also ich kaufe mir ja auch nicht heute eine Waschmaschine und warte darauf, dass sie ein Vierteljahr später richtig funktioniert. Also von daher war ich immer so ein bisschen vielleicht auch überheblich oder habe mir eine gewisse Arroganz an den Tag gelegt, wenn es um das Thema Aging bei Tabak geht. Habe aber mittlerweile wirklich doch die Erfahrung gemacht, dass meine Arroganz oder meine Überheblichkeit diesbezüglich vielleicht etwas fehl am Platz war. Aus dem ganz einfachen Grund, ich bin durch einen dummen, ja, was heißt durch einen dummen, durch einen Zufall in den Genuss gekommen. Geagte Tabake zu erhalten. Ganz besonders der Samuel Gavitt Full Virginia Flake, den ich ja frisch hier habe und auch einer meiner Lieblingstabake ist, den habe ich bekommen von jemandem mit der Angabe, die auch glaubhaft ist und die ich auch hundertprozentig nachvollziehen kann mittlerweile, dass dieser Tabak also Minimum 7, 8 Jahre alt ist. Er war vakuumverpackt, also war wirklich, nachdem ich die Verpackung aufgemacht habe, sofort rauchfertig, also musste nicht irgendwie noch befeuchtet werden oder war zu feucht oder so, war genau richtig.
Was ich halt festgestellt habe, ist schlicht und ergreifend die Tatsache, dass im Vergleich zu einer frisch geöffneten Dose dieses Tabaks, der Geschmack war zwar vergleichbar, ja, aber er war anders. Also anders in der Form, subtil anders. Also nicht jetzt wirklich, man kann nicht erwarten, dass es dann sofort anderer Tabak ist, aber es war irgendwie, oder es ist irgendwie runder. Ja, fast schon süffiger, kann man fast sagen. Was diesen, was den Gesamteindruck dieses Tabaks betrifft. Und von daher bin ich heute mittlerweile, muss ich zugeben, oder gebe ich gerne zu, ein großer Freund vom Aging. Vom Tabakbacken halte ich persönlich nicht viel. Wer es mag, bitte. Also ich, mir ist es egal, was jeder selber da präferiert. Ich persönlich mag es nicht und bin auch der Meinung, dass durch diese Erhitzung im Tabak dort Prozesse eingeleitet werden, also in der chemischen oder biologischen Natur, die beim Aging zum Beispiel nicht passieren, alleine weil die Temperatur eben fehlt, die ja dann doch meistens in Richtung 80 Grad geht oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Es ist aber wirklich so, dass dieser Tabak durch diese Nachfermentierung, die dort stattfindet, die sehr langsam abläuft zugegebenermaßen, aber sie findet halt statt, man nach einigen Jahren doch feststellt, dass der Tabak noch eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, Endreife erreicht. Ich glaube, man kann es am ehesten wirklich vergleichen mit Weinen. Also ein frischer Wein schmeckt einfach einen Tick anders als ein gut abgelagerter und gut konditionierter Wein, also jetzt nicht zu warm oder im Licht gelagert oder so. Und genauso ist es bei Tabaken halt auch. Deshalb hat sich bei mir halt in letzter Zeit doch ein gewisser Lagerbestand eingestellt an Tabaken. Was ich aber auch selber festgestellt habe, es gibt Unterschiede bei den verschiedenen Tabaksorten. Also einen Virginia, den kann ich wirklich locker, denke ich mal, so 10 Jahre liegen lassen. Ich habe noch keine eigenen Erfahrungen diesbezüglich gemacht. Ich habe mich da halt nur schlau gemacht und schlau gelesen. Bei Latakia ist es halt so, dass da wohl nach 5, 6 Jahren der Zenit dann langsam überschritten wird. Und bei den Aromaten, also die sollten nach 2 Jahren aufgeraucht sein, weil sonst einfach auch die Aromen, die ja künstlich zugesetzt werden, abbauen. Oder durch die Nachfermentierung des Tabaks irgendwie ihr komplettes Bild verändern, Geschmacksbild oder wie man das auch immer nennen mag. Insofern bin ich mittlerweile wirklich doch ein großer Freund vom Aging, vom Einlagern im Tabak. Habe auch zum Glück bei mir die Möglichkeit, den Tabak dunkel und kühl zu lagern. Also er liegt nicht irgendwo im Wohnraum, sondern in einer Kammer. Und bin dann mal gespannt. Also meine ältesten Dosen, die ich jetzt hier so rumzuliegen habe, sind so mittlerweile 2,5 Jahre alt. Also eigene, selbstgekaufte. Und ich muss schon sagen, dass wenn ich da so die ein oder andere Dose öffne, ist wirklich so, weil ich habe ja teilweise auch Vergleichsmöglichkeiten, da ich frische Dosen da habe oder frische Packungen oder Pouches oder halt auch ältere. Man merkt es. Also ich hatte auch zum Beispiel mal das Glück, eine Dose von dem Squadron Leader, auch von Samuel Gavitz zufälligerweise, zu bekommen, wo noch, ich weiß gar nicht, was für ein Preis das war, also das ist schon eine Ewigkeit her jeweils, der auch vom Erscheinungsbild komplett anders aussah. Also wenn man heute den Squadron Leader öffnet, eine frische Dose, eine aktuelle Dose, dann sieht man halt wirklich so die verschiedenen Tabake, also den Latakia, ein bisschen die Orient-Bestandteile, die Virginia-Bestandteile, allein schon farblich. Und bei dieser Dose war das so, dass diese farblichen Unterscheidungen verschwindend gering waren dann irgendwann schon, weil diese Tabake einfach mal durch diese lange Liegen in der Dose, zusammen lange Liegen in der Dose, einfach nachfermentiert sind und natürlich auch ihr Erscheinungsbild etwas verändert haben. Und dasselbe trifft dann auch für den Geschmack zu. Also dieser Tabak ist wesentlich runder, wesentlich weicher und kommt einfach, zumindest für mich persönlich, wesentlich genüsslicher rüber. Ja, das war eigentlich jetzt mal so am Rande eine kurze Bemerkung von mir oder ein nochmaliger Einstieg, Entschuldigung. Und mal ein kleines Lebenszeichen. Das war es eigentlich auch schon. Tschüss dann, bis die Tage.